Wir starten mit einer praktischen Übung und ich darf euch bitten, alle einmal aufzustehen und mit einer Hand, wenn ich gleich los sage, schließt ihr eure Augen, mit der anderen Hand zeigt ihr mir, wo hier im Raum ihr glaubt, dass Norden ist. Los! So bitte einfrieren und jetzt die Augen öffnen. Schaut mal um euch rum. Sehr viele verschiedene Interpretationen von Norden. Es gibt eine richtige Lösung. Ich habe das natürlich vorher gecheckt. Du hast es richtig. Hier ist Norden. Der Exit ist Norden hier im Raum. Danke, ihr dürft wieder Platz nehmen. Aber haltet dieses Bild im Kopf. Denn dieses Bild ist genau das, wie ich die Mitarbeiter erlebe, wenn ich in Unternehmen gehe, wo die Führung nicht funktioniert. Da hat jeder sein eigenes Norden. Jeder zeigt irgendwo anders hin und die Leute sind sich komplett uneins. Das führt dazu, dass der einzelne Mitarbeiter nicht nur weiß, wohin, er weiß auch nicht, was er tun soll. Bedeutet für sein Verhalten, wie für diesen Luftballon, dass er nicht aligned ist, nicht ausgerichtet ist. Er meandert wild durch den Unternehmensalltag. Und da war nicht Norden. Da wäre Norden gewesen. Woran liegt das? Es liegt an der schlechten Führung. Und ich möchte zeigen, wo schlechte Führung herkommt. Schlechte Führung startet mit der Beförderung der falschen Menschen. Oft wird der größte, beste Fachexperte befördert und nicht der, der wirklich gut im Thema Führung ist. Das führt zum Prinzip Jeanshose. An den wichtigsten Stellen sitzen die größten Nieten. Diese größten Nieten verhalten sich wie Fahrradfahrer. Nach oben Katz buckeln und nach unten treten, um nach vorne zu kommen. Auf die Mitarbeiter wirkt es nicht gut. Einer hat mir neulich gesagt, ich werde geführt wie von einem Friedhofsgärtner. Dann sage ich, wie Friedhofsgärtner? Dann sagt er, ja, meine Führungskraft, wie ein Friedhofsgärtner, hat hunderte von Leuten unter sich, aber keinen wirklichen Kontakt zu denen. Und das gilt es zu vermeiden. Vielen Dank.